Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde GTA 5 RSPD-FA. Und wir haben auch gleich schon unseren ersten Einsatz. Diesmal wieder einen gestohlenen Bus, der mal an richtigen Ort gespawnt ist, dass das hier wirklich mal eine Verfolgungsjagd wird. So. Ich weiß aber auch nicht, wie gern der jetzt anhalten möchte, deswegen werden wir mal... Attention all units. Assistance required in Grande Sonora Desert. Respond code 3. Bisschen Verstärkung zu rufen. Damit wir hier nicht ganz alleine agieren. Oh, mal sehen, wie er sich hier durchmogelt. Gerade ein bisschen schwierig hier anzuhalten, vor allen Dingen, wie hält man bitte einen Bus mit einem Crown Victoria an? So, mal gucken, einfach mal vorsetzen, das wird natürlich wieder nichts. Der wird auch nicht ein Stückchen langsamer, ne? Ich glaube, die Kollegen drücken auch von hinten ab und zu ein bisschen, ne? Ja. Ist ja auch kein Wunder. Oh. So, fahr rechts ran jetzt hier. Schluss mit lustig. Ja, mal ein bisschen nachhelfen. So. Ich hätte mal lieber einen LKW nehmen sollen oder sowas. Vorderachse mal komplett platt. Na. So. Hat aber auch nicht wirklich eine Wirkung, ne? So. Anhalten, los, aussteigen. Wieder unseren ersten Fall wieder ohne größere Verluste. Kannst abdrehen, Kollege. Ohne größere Verluste. Boah, die Kollegen sind absolut rücksichtslos. Hat jemand das Kennzeichen notiert? Ach, Hoffel, da stehen die nächsten. Was ist denn hier los? So ein Bus, der sorgt hier ganz schön für Verkehrschaos. Wir werden ihn erstmal hier beiseite räumen. Der Ordnung halber. Wir wollen ja hier kein... Ich glaube, also letztes Mal hatten wir ja schon Probleme, beziehungsweise hat es ja nicht funktioniert, den Bus abzuschleppen zu lassen. Ey, gibt's das? Wo ist mein Auto hin? Ich hab doch nur ganz kurz... Das ist ja schon wieder ein bisschen, also mir schon wieder ein bisschen, nee, geht gar nicht. Wir können natürlich jetzt mit dem Bus weiterfahren, aber der hat schon zwei Blätter Reifen. Wir können mal fragen, ob die Kollegen uns hier freiwillig ihr Auto geben. Oh, mal gucken, hier kommst du auch gar nicht rein, ne? Min, was gammelt hier eigentlich rum? Müssen wir wieder ein bisschen in die Trickkiste greifen. Attention all units. We have a possible 459 in Grande Sonora Desert. Das ist Berkeley. Okay, das machen wir. Copy that. We're in the vicinity. 1 Adam 12 10-4 respond code 2. Cool. Hat gesagt, wir sind in der Gegend. 2 Kilometer Entfernung ist jetzt nicht gerade in der Gegend, so, ne? Finde ich persönlich. So. Aber wir können ja erstmal... Machen wir Platz da. Los, aus dem Weg. Outstanding Warrant. Meine Güte, ey, ich muss das Gerät ausschalten hier.
wenn wir mal dazu kommen, vielleicht mal wieder Highway Patrol zu spielen. Ich glaube, bei Highway Patrol macht das irgendwie mehr Sinn, dieses System einzusetzen, wenn man sich wirklich halt nur auf Highway bzw. Verkehr beschränken möchte. Oder man muss sich halt wirklich hier grundsätzlich nur auf Verkehr beschränken, weil sonst funktioniert das echt null, ne? Es ist hier nur Action. Wie viele Straftäter hier rumfahren und Leute ihre Fahrzeuge nicht versichern, nicht registrieren, wie auch immer. Das ist unfassbar. Okay, da oben gab es einen da oben ist also ein Einbruch. Was gibt es denn hier zu klauen? Hey. Achso, jetzt hätte ich doch auf diesen Fußweg ausweichen müssen, um da hinzukommen. Ja, ist auch total unauffällig. Ich glaube, hier fällt jedes Auto auf. Das ist egal, ob man jetzt hier mit Sirene oder nicht Sirene fährt. Ich glaube, in der Gegend, da fällt jeder Fußgänger auf. Jeder Kojote. Dispatch, we have a visual. 1 out of 12. Roger. So. Gehen Sie mal beiseite, junge Dame. Achso, warte mal. Es fängt ja gerade wieder an zu regnen. Wenn wir auf die Kollegen warten. Winkel. Wo ziehen wir mal unsere Regenklamotten an? So, warte mal. Was war denn hier mit? So. Noch ein bisschen aus der Perspektive. Sehr gut. Dame, Sie können sich auch ins Auto setzen. Regnet ja gerade ein bisschen, ne? Wo sind ja meine Kollegen? Konnte man den nicht mehr beschleunigen? Geht das in der Einstellung gar nicht? Doch. Wie kommt denn da jetzt? Ah, da sagt er. So, jetzt machen wir mal rein da. Achso. Ist das hier der Eingang? Nein. So. Ein und ausschalten. Warte mal, hier ist doch was. Da ist doch einer. So. Die sind ja also recht schön geschrieben, diese. Ich brauch seine Hände nicht mehr nach oben heben. Okay. Wir nehmen den jetzt fest. Ich weiß das gar nicht, ne? Ich finde ja solche Einsätze ja ganz interessant gemacht, aber so ein bisschen mehr Abwechslung würde da nicht schaden. Also warte mal. Du wirst irgendwie abgeholt, denke ich mal, ne? Ja, junge Dame, dann können sie wieder in ihr Apartment gehen. Attention all units, we are code 4. No further units required. So, ja, was mit dem hier ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Der wird vielleicht mal wieder abgeholt, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Warte mal. Steht da das drauf, was ich denke, dass da drauf steht? Ups. Deutsche Taste. Beware of Dog. Ja. Wo ist der Hund? Ach, nee. Weiß man auch nicht. Wozu gibt es ja eigentlich so einen Hund, wenn... Ne? Ist vielleicht schon altersmäßig verstorben, der Hund? Weiß ich nicht. Hab ich auch mal nur Attrappe? So, wir fahren jetzt mal auf die Route 68. Können wir natürlich auch mal AIPR Plus einschalten und mal wirklich Fahrzeugkontrollen durchführen. Oder wir lassen uns dann überraschen, was als nächstes kommt. Citizens report on 148 on
Route 68. Ein plötzlich auftauchender gestohlener Tanker. Disregard. Okay, disregard. Okay. Attention all units, we've got an assault in Grande Sonora Desert. Na dann mal los, ne? Wir können mal den Police Computer quälen, was der dazu sagt. Ich denke mal... Call Details. No, Witness and Scene, Awaiting Police Arrival, No Further Information. Oh, toll. Wozu rufe ich denn den dann auf? Oh, mal hin. Gas machen. Wir wissen ja leider nicht genau, was vorgefallen ist. Irgendwie wohl nur ein Angriff, wie auch immer. Eine uns noch unbekannte Person. Ein Zeuge hat uns verständigt und naja, mal sehen. Wartet ja sehnsüchtig unsere Ankunft. So, auf dem Flughafen. Haben wir sowas hier auf dem Flughafen hier rum, aber Flughafen werden wir ja keine Sirene brauchen. Dispatch, we have a visual. One, Adam, 12. Roger. So. Servus. Mann. Wisst ihr denn gar nicht, dass es regnet? Wer bist denn du jetzt? Warte mal. Bist du jetzt der... Du bist das Opfer. Okay. Okay, das ist gerade gegangen, bevor ich gekommen bin. Down the street, ah, da ist er ja wieder. Okay. Das ist keine Straße, das ist eine Rollbahn. Okay. Ist aber nicht höflich. Ist auch nicht nett. Das ist auch nicht nett. Okay, das ist nett. Ja, wollen wir sehen, ne? Wollen wir ein bisschen die Sache durchleuchten und dann entscheide ich, ob ich den festnehme oder nicht. Ich sehe aus wie ein netter Junge, netter Kerl. Okay, please. Okay, warum immer dieses please? Das klingt so, ja, ich habe ja eigentlich total Unrecht, aber bitte auch bis halt nehmen Sie mit. Okay. Hatte ich mir schon fast gedacht. Aha. Coming back to the scene. I give you a statement if you want. Okay. Irgendwie widerspricht der Zeuge jetzt so ein bisschen, hat aber auch nicht alles gesehen. Oder alles mitbekommen. But when I saw you pull up, I had to come back. Okay, make sure you get to 2. Someone has to show you that to show. Okay, dann machen wir das doch. Wenn du das schon so sagst, dass wir dich mal durchsuchen dürfen. So, finden wir jetzt ein Messer, bist du verhaftet? Okay. Come on, you animal! Oh. Okay, also ich würde ja mal sagen, Ja. Hands up, Cream Pie, right now! Jetzt braucht er an die Kollegen gelangt. Interact, genau, das wollen wir erstmal. Wir wollen jetzt mal die ID haben. Mal gucken, was gegen... Vielleicht liegt ja gegen die Frau was vor. Amy Reed. Right. Das ist der... So, Amy Reed. Hm,
liegt überhaupt nichts vor. Wir können auch mal zur Vorsicht mal den München hier auch mal checken. Kannst du mir auch mal wieder einen Ausweis geben? Wie heißt du? John Boobs. Nein, das geht ja auch. Das ist ja wie Mel Brooks, ne? So, nicht gegen Mel Brooks. Active Verbands ist auch alles in Ordnung. Hm. Gut, wenn wir schon dabei sind, dann einfach mal für die Akten und so. Oh. Das ist nett. As4ID. Gib mir mal deine. Graham Stearns. Okay. Ja. Ja, ist auch alles in Ordnung. So. Na gut, dann ist das auch geklärt. Ich weiß, Sie sind eine Frau, ich bin ein Mann, aber im Dienste von LSPDFA muss ich Sie einfach mal durchsuchen. Ganz ehrlich gesagt, ich habe mich jetzt dafür entschieden, die Frau festzunehmen. So. Sie kommen dann mit auf Wache, weil... Wie bestellt mir abgeholt? Kann ich jetzt den Einsatz hier gleich beenden oder ist der beendet, wenn ich hier jemand... Wie viele Leute kommen denn jetzt hier? Komm mal mit. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Warum bist du jetzt hergefahren? Fragen über Fragen. So, Robs Rainer mit dir. Ist ja jetzt automatisch gelöst, der Einsatz. Warte mal, geht das hier nicht auch irgendwie? Wir machen das einfach mal End Callout. So. Weiß gar nicht, wie die auch. Stimmt, das nächste Mal sollten wir vielleicht einfach hier gar nicht lange fackeln und groß rum experimentieren und einfach die Leute festnehmen. Alle schuldig hier irgendwo. Was ist denn jetzt hier los eigentlich? Ich fahre einfach mal weiter. Vielleicht löst sich dann dieser Verkehrsknoten von ganz alleine hoch. So. Areal durchsuchen. Ey, genau, wir können ja mal unseren Dings hier ausprobieren. Unseren Suchscheinwerfer. Warte mal, wie geht der denn? Ah, genau, so. Okay. Ist auch mal eine Mod, die ich mir installiert habe. Ich aber hier fand schon eine Menge Leute schon Streife, also eine Menge Kollegen. So. Können wir auch mal rechts blinken jetzt? Hab die, was ist hier los? Attention all units, we've got an assault on a civilian in Grande Sonora Desert. Machen wir sofort. Transport Hospital? Nee, warte mal, stopp, das ist verkehrt. Der muss ja nicht zum Hospital, der muss einfach mal abgeschleppt werden. Können wir mal gucken. Warum steht hier ein unverschlossener Polizeiwagen? Dispatch calling Unit 1 Adam 12. We have a traffic alert in Grande Sonora Desert for possession of drugs for sale. So, die Sache hat sich schon erledigt, oder wie? Ja, warte mal, hat sich nicht erledigt, da liegt doch jemand. Mensch. This is Adam 5. Copy that. We'll keep an eye out. Ja, bleib mal stehen. Hallo. Ganz geschickt geht er weiter. He'll blow your head off. Also, warte mal, wir können auch schon mal Local
EMS Unit rufen. Attention all units. We have an ambulance requested in Grande Sonora Desert. Davis Quartz, na das gucken wir uns an. Also zumindest in der nächsten Folge. Hey. Achso, die Kollegen sind hier unterwegs. Ah, verstehe. Ein bisschen. So, dann können wir den hier einfach mal abführen. So, wie gesagt. Backup needed for a suspect placed under arrest in Grande Sonora Desert. Copy that. On the way. Roger. Weitermachen wir dann in der nächsten Folge. Und dann erfahrt ihr auch, ob der Mensch überlebt hat oder nicht. In dem Sinne, bis denn, macht's gut. Ah, und er lebt wieder.